So, meine Freunde, hier bin ich wieder bei einem neuen Video zu Raging Blast 2. Ja, wir machen auf jeden Fall wie immer den Singleplayer natürlich weiter. Wir waren zuletzt stehen geblieben bei C18. Heute sind wir bei C19. Im nächsten Video Dr. Gero und Cell. Und dann kommt schon die super Boos hier alle. Aber naja, erstmal die Androids noch und ja. So, und der erste ist auf jeden Fall schon eine Hard-Mission. Ja, mal sehen, ob wir das alles noch hinkriegen, denn ich habe jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr das gespielt, also Raging Blast. Also, wie gesagt, ich habe nicht immer so viel Motivation, immer das Gleiche zu spielen, weil ich Raging Blast in letzter Zeit wirklich viel aufnehme. Allerdings möchte ich jetzt in den nächsten Tagen versuchen, dieses Spiel durchzuspielen, denn wir haben ja nur noch 30 Charaktere circa. Ich möchte natürlich auch Motivation haben, so ein Spiel durchzuspielen. Anstatt wenn man keines hat, dann habe ich keine Motivation zum Aufnehmen. Und ja. So. Full Power Energie Wave, 18.000, schöner Damage. Und zack. Ihr habt auf jeden Fall auch schon abgestimmt, was ich als nächstes aufnehmen soll. Und da habt ihr auf jeden Fall abgestimmt für Tenkaichi 2. Denn da habe ich ja schon 3 Anfangsvideos gemacht. Dann werde ich da auf jeden Fall sofort anhängen, sobald ich das auf jeden Fall hier durch habe. Ja. Wie gesagt, diese Spiele werden dann auf jeden Fall weiterlaufen. Nebenbei zu... wie heißt das, zu Dragon Ball Kakarot, das habe ich euch ja schon gesagt. Aber trotzdem. Nee, Switch ruhig, das ist nicht schlimm. Ich weiß, ich habe momentan viel zu tun mit Dokkan, da ja auch momentan viel Dokkan kommt auf meinen Kanal. Ja, ich habe das jetzt auch angefangen aktiv zu spielen für euch. So, wir holen uns mal wieder ein bisschen Leben wieder. 30.000. Stark. Ich bin jetzt kein Fan von Dr. Gero und C19, das gebe ich schon zu. Aber die gehören ja auch hierzu und deswegen spielen wir auf jeden Fall auch mit denen hier. Ding. Auch tot. So, und dann kommen wir noch zu Goku. Müsste es eigentlich seine letzte. Au. Full Power Energy Wave. Gut ist ja, unser Key lädt sich immer automatisch. War ja, naja. Allerdings finde ich aber auch diese Moves von C19 finde ich jetzt nicht so interessant. Die hat ja auch wirklich nur diesen I-Beam, passt gut zu ihnen, ja. Und die Energiewelle passt auch gut zu ihnen und diese Absorption ebenso, aber ich weiß nicht. Ich finde diese ganzen Moves nicht so nice, aber naja, ist ja auch nicht so schlimm. So, damit haben wir die erste Mission in unserem C19 abgeschlossen. Und ja, wir gehen auf jeden Fall auch zum direkten Wege zu der Boss-Mission. Das werde ich jetzt auf jeden Fall in den nächsten Videos auch machen. Aus dem Grund, weil ich dann alles nochmal durchspielen werde, sobald wir das Spiel natürlich durch haben. Und ja, so. Ja, das kriegen wir locker hin. Wir gucken mal, welche. Wir schalten noch eine super frei, ist okay. Aber naja, wir müssen jetzt erstmal hier Tenshin Han und Yamchu besiegen. Aber allerdings muss ich auch zu diesem Spiel sagen, dass wenigstens die beiden da drinnen sind. So wie in Xenoverse 2 oder sonst wo sind die beiden ja nicht drinnen. Und Power Energy Wave, bam. Genau, ich glaube, B können wir die Attacken auch absorbieren, aber ich glaube, bei Tenshin Han ist das ein bisschen schwer. Nein, stopp.
So. Tenshin Han ist gerade am irgendwas hängen geblieben, aber frag mich jetzt nicht was. So, komm, mach mal eine Attacke bitte. Ach, come on. Und die Grafik dieses Spiels ist auch echt gut. Also wenn man daran denkt, dass dieses Spiel 2000 und irgendwas rausgekommen ist für die Xbox 360 noch. Und ich meine, dieses Spiel hat für mich eine bessere Grafik als heutige Spiele von Dragon Ball. Jetzt nicht als Fighters, das ist schon mal klar, aber viel mehr als Szene, was kann man auch sagen. S++. Genau, und dann sind wir schon bei der vorletzten Mission. Wir haben ein neues Item. Und wieder 5 Punkte, aber noch keine neue Attacke. Okay, unser nächste ist gegen... nein, bitte nicht, diese Scheiße. Gegen Goku, aber ich glaube, sein Leben regeneriert sich, stand da. Ich bin mir gerade aber nicht sicher, ob ich das richtig gelesen habe. Goku Stimme in Japanisch ist so nice. Ah ne, sein Leben geht weiter runter, dann ist das nicht schlimm. Ah ne, wir absorbieren ihn auf B. So ein bisschen Lebensenergie. Also ich denke auf jeden Fall, Goku hätte ihn leicht besiegen können, wenn Son Goku ja nicht diese Herz... Virus gehabt hätte, dann hätte er C19 ganz einfach besiegen können. Aber naja, es ist halt blöd gelaufen für Goku in der Zeit. Wie kriege ich jetzt die neue Attacke, bitte? Ja, wir haben einen neuen Move, der heißt Yahoo! Ja. So, das ist erstmal die letzte Mission für dieses Video. Allerdings gehen wir auf Customize. Super, wir nehmen diese Kacke da weg. Gucken wir mal, was Yahoo macht. Bin ich ja mal gespannt. Und wir kämpfen natürlich gegen Vegeta. Er knoll all your trach nix. Ah ja. Da, halt! Das hat weh. Was? Aua. Lol, wir haben sogar noch getroffen. Auf jeden Fall war das gerade Yahoo. Also nur so ein paar Schläge. Oh, C19 ist aber auch echt nicht mein Charakter. Ihr seht es ja auch, wie schlecht ich mit dem spiele. Gut. Dann haben wir soweit erstmal mit C19 durch. Im nächsten Video auf jeden Fall Dr. Gero. Und ja. Und Dragon Ball erhalten. Und noch ein Bild. Das passt ja. Okay. Im nächsten Video, wie gesagt, bei Dr. Gero sehen wir uns. Ja, bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.